Hi Leute, das ist Anu hier. The Division 2 hat heute auf dem Trello-Board, das ist das Board, wo alle Patches, alle Updates, alle Fixes und Sachen, die so ein bisschen Probleme bereiten, aufgeführt werden. Und dort haben sie jetzt endlich gesagt, wann Titel-Update 20.1 mit vielen Fixes kommt und um es direkt vorwegzunehmen, wann der neue Vendor kommt. Also der neue Händler, wo man für seine Textilien, wo stellenweise von uns Leute mehr als genug haben und wann der endlich erscheint. Viele, mich eingeschlossen, dachten schon, Titel-Update 20 wäre dabei. Irgendwie ging das komplett an mir vorbei. Ich weiß nicht warum. Aber naja, jetzt kommt da nächste Woche am 20. Ne, wenn ihr das Video jetzt schaut, ist der 16. Februar. Nächste Woche Dienstag, der 20. kommt Titel-Update 20.1 und die Patch Notes dafür, die haben wir jetzt schon hier. Deswegen werden wir auf die wichtigsten Dinge mit eingehen. Ich hau euch den Kram, beziehungsweise ich habe das Trello Board eigentlich eh immer unter jedem Video drin. Falls ihr da schauen wollt, könnt ihr euch am besten haut ihr euch da doch in als Lesezeichen, tut euch Bookmarken und guckt halt hin und wieder mal hin, weil stellenweise ist da echt guter Kram drin. So, okay, fangen wir an mit dem neuen Vendor. Wie ihr seht, Danny Weaver heißt das Kerlchen. Und wir hatten schon drüber gesprochen. Das ist der Textil-Vendor. Dadurch, dass so viele, besonders die älteren Spieler, die schon länger dabei sind, die haben Unmengen an Textilien. Und es ist nice, dass sie jetzt eine Möglichkeit einbauen, um die loszuwerden. Das Ganze wird nur begrenzt funktionieren. Bedeutet, dass wenn man, keine Ahnung, mehrere tausend Textilien hat, dann wird man die nicht alle gleichzeitig direkt auf einmal verballern können, sondern wird eine gewisse Anzahl abgeben können. Das werden wir dann prüfen, sobald der da ist. Das steht nämlich nicht, wie viel wir genau ausgeben dürfen. Werden wir dann sehen. Und ja, dann werden wir für die Textilien hier benannte Behälter und Ressourcenbehälter und exotische Behälter und so ein Kram kaufen können. Also eine richtig coole Sache und längst überfällig. So, wie man den Typ findet, ist ähnlich genau wie im Snitch, beziehungsweise es ist genauso, wir werden den Snitch finden müssen. Ich stehe es auch nochmal direkt und wenn wir den Snitch gefunden haben, dann zeigt er uns den Aufenthaltsort von Cassie Mendoza und von Danny Weaver auf der Karte. So, ganz cool. So ein paar Fixes für die Manhunt kamen auch, unter anderem für die Fellau-Endmission und für die Endmission sichere den Damm im Jahr 5 Season 2, falls ihr da irgendwie Probleme hattet und oder da irgendwie auf Probleme gestoßen seid. Eventuell ist hier ein Fix dafür dabei. Und gehen wir direkt weiter zum Inventar und aufgrund des Feedbacks der PTS Phase 2 kommen hier ein paar Upgrades zu der Crafting Station to go, zu der Bastelstation. Und zwar, was mich persönlich auch sehr, sehr aufgeregt hat, wenn man Sachen optimiert und so, dann sollten normalerweise die Sachen, die man trägt, direkt an erste Stelle kommen, weil es meistens die Sachen sind, die man gerade in dem Moment optimieren möchte. Und das ist dann jetzt der Fall. Die erscheinen direkt oben, das heißt, man muss nicht, wie bei mir, ich habe ein vollgestopftes Inventar, bin dann eine halbe Stunde am Runterscrollen, bis ich auf mein Item gekommen bin. Deswegen ist das definitiv eine gute Sache. So, dann ist auch der Fehler gefixt, den auch viele hatten, mich eingeschlossen, wir einfach nicht richtig angezeigt bekommen haben, welche Ressourcen noch fehlen. In dem einen Fall ging es dann, da musste man nochmal den Knopf drücken, dann hat man die angezeigt bekommen. In dem anderen Fall, ich meine, beim Optimieren hat man es angezeigt bekommen, bei dem anderen nicht. Es war irgendwie strange. Das eine hat irgendwie gar nicht funktioniert, da hat also gar nicht mehr angezeigt, wenn man die entsprechenden nicht hatte und bei dem anderen irgendwie nur im Nachhinein, wenn man gedrückt hat. Deswegen schön, dass das auch gefixt wird. Das war nämlich echt ärgerlich. So, dann irgendwas wurde an der Beschreibung, an einer inkorrekten Beschreibung gefixt, auch bezüglich der Bücherei quasi, ne, die ganzen Attribute einpflegt. Dann hier ganz wichtig der Fix. Er kommt dann final am Dienstag jetzt mit dem Update, dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen, selbst wenn das Inventar voll ist, dass unser exotisches Item bzw. die exotische Waffe dann ja verschwindet, wenn man sie rekalibriert. Das ist einigen passiert, das war echt ärgerlich. Ich fühle da echt mit euch. Das ist echt richtig ärgerlich. Ich hoffe, dass da irgendwie noch was kommt, dass wir da irgendwas machen können, um den Leuten zu helfen. Was es wahrscheinlich schwer sein wird, aber zumindest ist es dann gefixt am Dienstag und man kann beruhigt seine Exos rekalibrieren. Oh! Ja, soweit war schon jetzt. Ich bin noch nicht durchgegangen. Steht hier unten, Details zu einer Kompensierung wird es später geben. Okay, das ist natürlich,
Das ist natürlich cool. Da bin ich gespannt, was sie sich da einfallen lassen für die Leute, die was verloren haben. Sehr coole Sache. Hätte ich denen jetzt direkt Nick gegeben. Cool. So, zusätzlich kommt noch ein Tutorial für die Crafting to go. Und ja, das war's diesbezüglich. So, kommen wir zum Abstiegsmodus. Und zwar, anscheinend gibt es ein Problem mit der Vindicator, mit dem Exo-Gewehr, mit dem neuen, dass die Attribute sich nicht ändern, wenn man sie neu rollt. Sie rekalibriert. Habe ich nicht gemacht. Ich habe sie so gekauft, wie sie jetzt in der ersten Woche rausgekommen ist. Sie hatte die perfekten Attribute, musste nur halt ein bisschen hochprügeln. Deswegen ja, ist mir das persönlich nicht aufgefallen. Könnt ihr mal posten, ob ihr davon betroffen wart. Und dann hier noch eine Sache, die ich heute hatten wir einen Stream und dann haben ein paar von euch Glückspilzen haben gesagt, dass sie von der Jägerkiller-Brust, die man nur über die Hunter, wenn man in New York, in Worlds of New York, etwa die Hunter jagt, daher nur die Hunter-Killer bekommt, die Jägerkiller. Und die Schildsplitterer, die man nur, ne, das gleiche machend mit den Huntern, nur in Washington DC, eigentlich nur darüber bekommt, dass es da die Blaupausen im Abstiegsmodus gab. Die wurden jetzt wieder entfernt. Was ich persönlich auch, ich könnte eh nicht verstehen, wie sie. Macht überhaupt keinen Sinn, die reinzumachen, wenn man so einen Aufwand betreiben muss, um überhaupt an das Item zu kommen. Deswegen, das finde ich definitiv gut. Tut mir leid für die Leute, die eine bekommen haben und sich so gefreut haben im Stream. Aber ja, das hier ist schon besser so. Sonst würde auch niemand mehr zu Cassie Mendoza laufen und gucken, ob die eine gute Version dabei hat. Deswegen, ich finde, das passt schon hier. So, der Rest ist nicht ganz so extrem wichtig. Wie gesagt, ne, der Kram ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Ganze nochmal selbst durchlesen, wenn ihr das möchtet. Dann hier zu der Bekleidung, die man kaufen könnt, hier das Lovebirds Outfit, ein bisschen ja, creepy aussieht. Und zu dem Crescent Outfit, quasi das, was in dem Season Pass mit drin ist. Da gab es ein paar Clipping-Fehler. Habe ich tatsächlich noch nicht angezogen, kann ich quasi nicht beurteilen. Aber schön, dass er doch weg ist, das sieht immer nicht so toll aus. So, dann Gear, Waffen und Talente. Ein Fehler wurde behoben, was das Hextape-Protokoll-Talent in Kombination mit dem, ja, mit dem Instant-Medikit, dass das auf Cooldown geht dann. Das Hextape-Protokoll ist das Talent von dem Dark Zone-exklusiven Gearset-Systemkorruption. Deswegen, da wurde auch was gefixt. Ich bin gespannt, was unsere PvP-Junkies dazu sagen. Und einen Fehler, wo wohl, wenn man den, ja, den Überlebensexperten und die Feuerwand-Spezialisierung ausgewählt hatte, dass man 50% Rüstung wieder zurückbekommen hat. Durch das schnelle Medikit, das man jetzt triggern kann, wenn man zweimal schnell nach rechts drückt. Auf dem Digi-Kreuz. Statt 25% gab es 50%. Ja, das ist natürlich krass. Dann nochmal ein Fehler. Also dieses Backpack hier, ne? Das macht auch schon seit Wochen Probleme, seit es draußen ist. Der Weihnachtsrucksack. Echt krass. Bin gespannt. Ich hoffe, jetzt ist mal Ruhe im Karton nach dem Kram hier. So, das Talent der perfekten Übertaktung hat die Cooldown-Reduzierung. Sollte eigentlich 0,6 Sekunden sein. Die war wohl 0,2. Und positiver Fix, dass das wieder richtig funktioniert. Ich habe es, glaube ich, noch nicht einmal ausprobiert. Talent. Vielleicht erstmal wert, da irgendwas mit zu basteln. So, und dann wurde endlich auch der Fehler behoben, dass der Empress International Rucksack, das Batteriepack, der benannte, dass der mit einem Rüstungskern gekommen ist, anstatt einem Fertigkeitenrang. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will, und je nachdem, wie man baut, ist es jetzt von Vorteil und oder nicht. Ich bin gespannt, ob das ja, retroaktiv gilt und die Sachen, die man sich selbst gebastelt hat, die auch geändert werden. So, und dann, ja, eine Sache, die mir aufgefallen ist mit der Vindicator tatsächlich, schön, dass das gefixt wurde, ist, dass manchmal die Markierung auf den NPCs nicht angezeigt wurde. Ne, ihr wisst ja, wenn ihr durch die Vindicator durchs Scope schaut, dann zeigt es an, welchen Körperteil, also bei jedem Gegner einen anderen Körperteil, den ihr treffen müsst, um den Bonusschaden zu machen von der Vindicator. Deswegen nice, dass das gefixt wurde. Leider steht hier jetzt nicht über Fokus, weil die Vindicator funktioniert im Moment nicht mit Fokus, mit dem Fokus-Brusttalent. Wenn sie das tut, Leute, dann anschnallen. Wir werden auf jeden Fall da was basteln in die Richtung. Dann ist es, ja, mit eins der stärksten Sets überhaupt. Also in der Kombi. Das ist richtig gestört. Deswegen, ich hoffe, dass wir das noch fixen, weil das sollte definitiv von Anfang an so sein. Aber mal abwarten. Schade, dass es jetzt nicht mit drin ist. So, hier noch ein paar Sachen für PvP. Und ansonsten, ja, die Commendations, die sind jetzt drin. Beziehungsweise ein paar von denen waren auch buggy. Das habe ich auch mitbekommen. Da dürfte jetzt auch so einiges gefixt sein. Ja, deswegen sehr, sehr cool. Ja, den Rest seht ihr hier. Könnt ihr euch gerne selber nochmal durchlesen. Und das war's von mir, Leute. Bin froh, dass da so einige Sachen mit drin sind und dass die alsbald kommen. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut.
Bye.